Es soll weit zum Tagesordnungspunkt 2. Wir steigen ein in den Tagesordnungspunkt 3. Aktuelle Stunde zum Thema: Wie viel Marktwirtschaft ist für ein soziales Dresden nötig? Einreicher, wie gesagt, die SPD-Fraktion. Frau Dr. Vogel darf ich nach vorne bitten. Und wie ich es vorhin schon bei der Tagesordnung gesagt habe, es beginnt danach heute in der Fraktionsrunde die FDP-Fraktion, die ich dann schon bitte, sich vorzubereiten. Bitte schön, Frau Dr. Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte beigeordnete Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat. Karl Marx. Karl Marx 1842 im Rheinischen Landtag. Karl Marx war sauer. Von dort berichtete er als Redakteur für die Rheinische Zeitung über die Verhandlungen des 6. Rheinischen Landtags über ein sogenanntes Holzdiebstahlgesetz. Was war geschehen? Damals, 1842, war es gewohnheitsrechtlich anerkannt und straffrei möglich, auch in Privatwäldern sogenanntes Raffholz zu sammeln und als Feuerholz mit nach Hause zu nehmen. Ziel des Holzdiebstahlgesetzes war es nun, dieses Sammeln von Raffholz durch die Bürger als Diebstahl und Holzfrevel unter Strafe zu stellen und zu verbieten. Karl Marx polemisierte in der Rheinischen Zeitung stark gegen die Verabschiedung dieses Gesetzes, weil er darin eine Instrumentalisierung des Rheinischen Landtags sah. Das Holzdiebstahlgesetz, so Marx, sei reiner Ausdruck von Partikularinteressen, nämlich den Eigentumsinteressen der Waldeigentümer, und monopolisiere Gemeingut, das Holz. Das ist Marktwirtschaft in Reinkultur ohne das Adjektiv sozial davor. So viel, so gut. Das andere Extrem kennen wir auch. Es hieß und heißt Planwirtschaft, Vergemeinschaftung von Produktionsmitteln. Daraus folgte Misswirtschaft, weil sich niemand mehr für irgendetwas verantwortlich fühlte. Radikale wirtschaftsliberale Marktwirtschaft auf der einen Seite, Planwirtschaft im real existierenden sogenannten Sozialismus auf der anderen Seite. Zwei Extreme, beide sind nicht gemeinwohlförderlich. Es ist auch kommunale Aufgabe der Stadt Dresden, diesen Begriff des gemeinen Wohls auszubuchstabieren durch die politischen Schwerpunkte, die wir in den jetzigen Haushaltsverhandlungen gemeinsam setzen werden. Soll dieser Haushalt ein Wirtschaft um jeden Preis Haushalt sein? Soll er allein die Botschaft senden, Wirtschaft gut, alles gut? Oder gibt es ein Mehr als die reine Wirtschaft? Leisten wir es uns als Stadtrat in Dresden, dieses Mehr zu definieren, den Menschen Lust auf die Zukunft zu machen, trotz Corona? Leisten wir uns gegenseitige Achtung, jenseits parteipolitischer Differenzen? Halten wir sie aus, diese Pluralität, die unsere Demokratie ausmacht? Auch das sind Fragen, die den Haushalt betreffen werden. Wir in Deutschland haben uns eine Antwort gegeben auf diese beiden Extreme der rein radikalen Marktwirtschaft und der staatlichen Planwirtschaft. Sie heißt, sozial soll sie sein, die Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft als rechtlicher Rahmen, der die Vorteile einer freien Marktwirtschaft gewährleistet und gleichzeitig deren Nachteile wie zerstörerischen Wettbewerb und Arbeitslosigkeit vermeidet. Größtmöglicher Wohlstand für alle bei bestmöglicher sozialer Absicherung, so steht es im Lexikon der Wirtschaft. Funktioniert ein solches System von alleine? Nein. Das Wirtschaftssystem der sozialen Marktwirtschaft funktioniert nur durch Bürgerinnen und Bürger, die dieses System tragen. Wir müssen eine neue Kultur des Gemeinsinns entwickeln, und das muss uns auch finanziell etwas wert sein. Wir haben das in der Corona-Pandemie-Hochphase gesehen, in der Pflege- und im Krankenhausbereich. Der vollkommen durchökonomisierte Bereich der Medizin wurde plötzlich als systemrelevant entdeckt. Gesundheit war keine Ware mehr, sondern sozial wertvoll. Menschen pflegen Menschen für viel zu wenig Geld in diesem Land. Wie soll gutes Leben in unserer Stadt aussehen? Gutes Leben ist soziales Leben. Wir als SPD wollen die stadteigene Gesellschaft Wohnen in Dresden mit den nötigen finanziellen Mitteln ausstatten, um Wohnraum in Dresden bezahlbar zu machen. Ebenso das städtische Klinikum, damit die Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist und die Pflegekräfte gut bezahlt werden können. Stärkung der Jugendhilfe, Sanierung von Schulen und eine gute Ausstattung der Kindertagesstätten sind weitere Schwerpunkte von SPD-Politik in der Stadt. Wirtschaft kann sozial funktionieren, wenn wir das wollen. Beginnen wir bei uns. Die Stadt Dresden hat viele städtische Unternehmen, die Daseinsvorsorge im besten Sinne leisten. Die Dresdner Verkehrsbetriebe, die Drewag, der Dresdner Zoo und viele mehr.
Wir brauchen auch in Dresden sinnstiftende, an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Arbeitsverhältnisse, die Raum für ein soziales Miteinander geben und auch Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit bringen. Wir wollen Arbeitsverhältnisse, die nicht nur gute Bezahlung, sondern auch flexible Arbeitszeiten ermöglichen. Corona ist ein Symptom für eine soziale wie auch wirtschaftliche Krise, die schon länger andauert. Sie heißt Kapitalismuskrise. Antworten auf diese Kapitalismuskrise gibt es. Wir sind bisher nur zu fantasielos, sie zu denken. Und damit meine ich nicht nur Ideen hin zu einer Gemeinwohlökonomie, das Arbeiten an einer Fairtrade-Town Dresden oder die Verabschiedung eines Lieferkettengesetzes. Es würde schon helfen, das Soziale am Begriffspaar der sozialen Marktwirtschaft in den Vordergrund zu rücken und zu leben. Produktion um der Produktion willen ist nicht die Antwort auf diese Kapitalismuskrise. Wer nicht erklären kann, wohin die Wirtschaft wachsen soll und zu wessen Wohl dies geschieht, muss auch nicht hohle Phrasen dreschen von Wirtschaftswachstum um jeden Preis und Soziales muss man sich erst einmal leisten können. Wir werden ja gleich im Anschluss an meine Rede eine Menge dieser hohlen Phrasen hören. Wirtschafts- und Haushaltsfragen sind immer auch Verteilungsfragen. Der soziale Frieden ist schnell gefährdet und es dauert lange, ihn wiederherzustellen. Deshalb wird sich die SPD-Fraktion in den Haushaltsverhandlungen dafür einsetzen, dass der städtische Haushalt von unten, auch aus Sicht der Menschen in Prohlis, Gorbitz und Leuben gedacht wird, damit es ein sozialer Haushalt wird. 1,8 Milliarden Euro Haushaltvolumen. Damit müsste doch etwas anzufangen sein. Fangen wir hier in Deutschland, hier in Dresden, in dieser Stadt, die die politische Wende mit ermöglicht hat, an Wirtschaft neu, Wirtschaft nachhaltig, Wirtschaft sozial zu denken. Jetzt mit diesem Haushalt. Vielen Dank. Soweit der Einreicher der Aktuellen Stunde. Wir setzen jetzt oder steigen ein in die Fraktionsrunde, die FDP-Fraktion. Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe GenossInnen, ich danke Ihnen. Es arbeitet sich wirklich richtig gut mit Ihnen zusammen. Sie geben einem immer wieder die Möglichkeit, den Dresdnerinnen und Dresdnern ihre Denkweise aufzuzeigen. Daher vielen Dank für diese Aktuelle Stunde. Mal ganz ernsthaft, noch vor wenigen Sitzungen, ich glaube, das war im Mai oder Juni, hat die SPD-Fraktion betont, dass man erst mal schauen muss, dass man mal gucken kann, dass man mal ein bisschen abwarten kann und mal sehen kann, wie Corona, wie die Wirtschaft sich jetzt überhaupt entwickelt und wie die kommunale Wirtschaft, die Wirtschaft insgesamt überhaupt betroffen wird. Sie warfen damals der CDU vor, mit der Aktuellen Stunde zu wirtschaften, Corona Stimmungsmache zu betreiben und Effekthascherei zu betreiben. Dabei ist das, was Sie hier machen in dieser Aktuellen Stunde, nichts anderes. Das ist pure Effekthascherei. Sie beantragen eine Aktuelle Stunde und das mit einer Begründung, wo es einem wirklich Angst werden muss, was Sie für politische Schlüsse aus dieser Corona-Krise ziehen müssen. Die Rede, die wir gerade gehört haben, hat da noch richtig einen draufgesetzt. In Ihrer verschwurbelten schriftlichen Begründung springen Sie von Aufgaben der Aufsichtsräte über kommunale Unternehmen zur Gewerbesteuer der Realwirtschaft über symbolhafte theoretische Anstrengungen zur Verteilung des deutschen Steueraufkommens zurück zum Bürger, der jetzt angeblich nach mehr Staat schreit und wieder zurück zum Anspruch der kommunalen Unternehmen in Bezug auf das Gemeinwohl. Da fragt man sich, was wollen Sie eigentlich? Sie reden vom Ruf nach mehr Staat. Nicht nur Unternehmen, auch viele Bürger wollen gerade alles andere als mehr Staat. Sie wollen weniger Abgaben, sie wollen Verzicht auf Regulierung, sie wollen Verzicht auf Gängelung, sie wollen mehr persönliche Entfaltungsfreiheit. Das im Wissen, dass natürlich, und das ist auch Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft, dass staatliche Unterstützung punktuell, zeitlich begrenzt auch manchmal Sinn macht, aber eben nicht gleich mit der Euro-Gießkanne einhergehen darf. Staatliche Hilfe ist Wegfall von Vorschriften, nicht das Reinpumpen von Geld, was man anschließend oder vorher mit Abgaben abzieht. Sie stellen auch die Frage, wem Wirtschaftswachstum nützt. Das kann ich Ihnen sagen, das Wirtschaftswachstum nützt uns allen, nämlich der Gemeinschaft. Denn es bringt uns auf Vorkrisenniveau, wird Arbeitsplätze und Existenzen, soziale Existenzen retten und schützen. Und wenn wir dann irgendwann vielleicht wieder auf Vorkrisenniveau sind, dann brauchen wir weiteres Wachstum und um die darauf fälligen Steuern, um Schulden aus der Krise bezahlen zu können. Und das wird nicht Monate, sondern das wird Jahre dauern. Wirtschaftswachstum ist immer im Sinne des Gemeinwohls. Und selbst wenn es der Gemeinschaft durch extremes Wirtschaftswachstum zu gut geht, dann kann man ja mit Einnahmen durch Wachstumseffekte Liebhaberprojekte unterstützen,
für die Gemeinschaft. Man kann Vereine unterstützen, freiwillige kommunale Aufgaben erweitern und auch Abgaben senken. Wirtschaftswachstum ist immer wichtig und hilft allen. Und jetzt kommen wir noch mal zu der von Ihnen oftmals angesprochenen sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft besteht in erster Linie aus einer Balance von Transferempfängern und Leistungsträgern. Ohne Leistungsträger gibt es keine soziale Marktwirtschaft. Und das hat Ihr Parteifreund Schröder, Altbundeskanzler Schröder, mal erkannt und hat eine Agenda auf den Weg gebracht, die ein Jahr für Jahr höhere Wirtschaftsleistung und dadurch ein höheres Steueraufkommen überhaupt erst möglich gemacht hat und die Finanzierbarkeit dieses Sozialstaates auch sichergestellt hat. Und jetzt besteht Ihr Interesse allerdings leider offenbar darin, alle irgendwie gleich zu machen. Sie maßen sich an, über einen wolkigen Begriff Gemeinwohl anzuwissen, was für den Bürger gut ist. Und das ist reines Obrigkeitsdenken. Sie thematisieren, wie kommunale Unternehmen besser für das Gemeinwohl handeln können. Ich verstehe die Frage nicht. Kommunale Unternehmen grundsätzlich handeln für das Allgemeinwohl. Das steht außer Frage. DVB, Drehwag, Bäder GmbH, Kultureinrichtungen, die alle wirtschaften, um den Dresdnern was zu bieten, um unserer Gesellschaft eine Existenz auch sicherzustellen. So, und bleiben wir mal beim Beispiel DVB. Diese Unternehmen, die arbeiten ja gar nicht auf Wachstum und Gewinn orientiert. Die arbeiten ja nicht mal kostendeckend. Und das sollte Ihnen auch bekannt sein. Liebe GenossInnen, irgendwer aus Ihren Reihen meint letztens vor kurzem, dass wir als FDP-Stadtratsfraktion die neoliberale Mottenkiste jetzt gerade auspacken und Corona dafür ausnutzen. Es ist vielmehr umgedreht. Abgesehen davon, dass Sie den Begriff Neoliberalismus völlig falsch verwenden. Aktuell wird aus Ihren Reihen nach Verstaatlichung geschrien, nach Vergemeinschaftung geschrien, faktisch sozialistische Lösungen aufgerufen, da werden sogar die Linken neidisch. Und das höre und lese ich aus dieser Aktuellen Stunde raus. Und ich sage Ihnen eins, machen Sie diese sozialkommunistische Mottenkiste gleich mal wieder zu. Im 30. Jahr der deutschen Einheit sollten Sie sich ganz genau überlegen, unter welchem Deckmantel Sie Ihren sozialökologischen Umbau packen wollen. Wenn der Anspruch rund um Gemeinwohl nämlich heißt, wir wollen eine ideologisierte Staatswirtschaft, dann werden auch wir mit aller Kraft dagegenhalten. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Freie Wähler, Herr Genschmer. Ah ne, ja, haben gewechselt. Okay, Herr Nisch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben kurz gewechselt, obwohl ich nicht mal eine Krawatte anhabe. Wenn ich gewusst hätte, dass ich zu einem so schönen kapitalistischen Thema rede, hätte ich natürlich einen Anzug angezogen. Aber ich kann und ich will an dem Punkt auch nicht schweigen. Und zwar geht es mir vor allem um die Frage, ob das, was die SPD uns hier vorträgt, irgendeinen rechtlichen Sinn hat, ob es überhaupt noch gedeckt ist von dem, was wir rechtlich wollen, was wir rechtlich dürfen oder ob hier irgendwie eine Oberbürgermeisterkandidatin in Stellung gebracht wird durch populistisches Geschrei nach Abschaffung der Marktwirtschaft oder was soll das letztendlich hier sein. Das deutsche Grundgesetz lässt formal jede Wirtschaftsordnung zu, sofern sie das Grundgesetz, insbesondere die Grundrechte, beachtet. Die Grundrechte der Handlungsfreiheit, Gleichheit vorm Gesetz, Vereinigungsfreiheit, Freizügigkeit, Berufsfreiheit und des mit voller Verfügungsmacht verbundenen Privateigentums auch an Produktionsmitteln sind mit einer voll entwickelten und dauerhaften Zentralverwaltungswirtschaft, Sozialismus oder Planwirtschaft unvereinbar. Denn in ihr müssen wirtschaftliche Aufgaben und Rechte nach dem Zentralplan differenziert zugeteilt werden. Das wäre also, ich verkürze es ein kleines bisschen, verfassungswidrig. Das entnehme ich dem Beitrag der Friedrich-Ebert-Stiftung der FDP, der SPD zum Thema soziale Marktwirtschaft. Ja, ich meine, das finde ich jetzt gar nicht so witzig. Der Friedrich Ebert scheint jemand gewesen zu sein, der sich heute in der FDP viel wohler fühlen würde als bei Ihnen. Und was mich an der ganzen Geschichte irritiert, ist, also mich irritiert eigentlich sehr wenig. Ich finde es eigentlich gut. Und der Kollege von der FDP hat es gerade gesagt, eigentlich machen Sie es richtig so, liebe Genossinnen und Genossen von der SPD. Sagen Sie klipp und klar, was Sie wollen. Sie wollen ein sozialistisches System, stehen Sie dafür, erklären Sie es Ihren Wählern, machen Sie es so. Ich kenne es ja noch, das sozialistische System. Ich habe ja da mal mich damit beschäftigt. Mir brauchen Sie über Marx und Engels nichts zu erzählen. Ich war noch bei einem Parteilehrjahr.
das, was Sie im Moment machen als SPD, erstaunt mich extrem, weil es ja tatsächlich die Linken noch links überholt. Es ist aber nicht zulässig. Und jetzt erlauben Sie mir, dass ich trotzdem noch mal ein klitzekleines bisschen rechtlich komme, auch wenn es keiner von Ihnen so richtig hören will. Das Konzept und die Merkmale der sozialen Marktwirtschaft haben Gesetzeskraft, auch wenn man das immer so schön wegdiskutiert, weil es nicht so einfach ist, wie man sich das wünscht, wenn man nicht nachdenkt. Da steht nirgendwo im Grundgesetz Paragraph 1, wir haben die Marktwirtschaft. Nein, aber es steht woanders. Es steht beispielsweise im Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 18. Mai 1990 über den Beitritt der DDR zum Bundesgebiet. Wenn man das mal lesen würde, den sogenannten Einigungsvertrag, da finden Sie eine ganz klare Regelung, was in diesem Land passiert. Unter unumkehrbarer, endgültiger und absoluter Wahrung der Eigentumsrechte des Artikel 14 Grundgesetz mit möglichen Enteignungen und Entschädigungen natürlich, muss die Wirtschaft freiheitlich geführt werden. Und sie soll sozial, und das haben Sie richtig gesagt, an die Leine genommen werden. Und das will ja auch keiner ändern. Und jetzt frage ich mich, was machen Sie denn hier in dem Stadtrat? Dann klären Sie es doch in Berlin, wenn Sie meinen, Sie können den Einigungsvertrag aufhalten. Oder klären Sie es woanders. Es gibt nämlich noch eine weitere rechtliche Quelle, und das ist der EU-Vertrag, der Vertrag über die Zusammenarbeit mit dem europäischen Binnenmarkt und über die Europäische Union. Ich will das jetzt nicht alles zitieren, können Sie alles selber, man kann ja alles selber googeln. Da steht es noch deutlicher drin, dass die Union auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität einen hohen Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und so weiter hinwirkt. Das ist genau das, was Sie, die Linken, die SPD, die Grünen immer von uns wollen. Und wo wir auch immer sagen, natürlich, es ist ja gesetzlich so geregelt, es ist ja ein Vertrag und an den halten wir uns auch. Und ich finde es gut, für mehr Sozialbestandteile zu kämpfen. Ich finde es gut, in der Corona-Krise sozial zusammenzuhalten. Ich finde es schlecht, in einem Stadtrat sich hinzustellen und solche politischen Forderungen zu stellen, die hier gar nichts zu tun haben. Die haben hier nichts zu suchen. Wir als Stadt haben uns zu kümmern, dass die Pflichtaufgaben wahrgenommen werden. Das machen wir mit unseren Verkehrsbetrieben, das machen wir mit den Sportstätten und Bäderbetrieb. Das sind Pflichtaufgaben. Das steht auch im Gesetz drin. Was soll also diese Diskussion, was soll diese Aktuelle Stunde uns allen bringen? Unsere Aufgabe als Stadtrat sollte es sein, schnellstmöglich die Folgen der Corona-Krise für alle, für die, die sozial betroffen sind, für die, die wirtschaftlich betroffen sind und für die, die menschlich und emotional betroffen sind, abzumildern und rückgängig zu machen, zurückzukommen zu dem Zustand, den wir vorher hatten. Das wird schwer genug. Und das, was jetzt passiert, Entschuldigung, diese Aktuelle Stunde, ist tatsächlich, das ist blanker Populismus. Das ist das Rumreiten auf der Corona-Krise, um politische Forderungen zu stellen, die in einem Stadtrat überhaupt gar nichts zu suchen haben. Das ist die Eröffnung des Bundestagswahlkampfs der SPD. Und das ärgert mich, dass wir uns damit hier beschäftigen müssen. Wir setzen fort mit Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen am Livestream. Also, ich wollte mich zuerst auch schon mal kritisch mit dem Motto dieser Aktuellen Stunde auslassen. Aber was, meine Herren Vorredner, hat Sie dazu bewogen, hier so rumzuholzen? Die SPD hat mit dieser Aktuellen Stunde und über den Sinn von Aktuellen Stunden können wir gerne in einem anderen Zusammenhang reden, die Chance jeder einzelnen Fraktion gegeben, zu diesem Thema sich Gedanken zu machen, wie wir sozusagen zwischen Marktwirtschaft und unserer Aufgabe auch als Kommunalpolitiker zu agieren haben, uns darüber Gedanken zu machen und da ihre Konzepte vorzustellen. Ich habe von Ihnen nichts gehört, was im Sinne eines Konzeptes ist, sondern nur Holzerei und Falschinterpretation. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Und Herr Maloney, ich muss Ihnen mal sagen, also füllen Sie mal bitte, wie Sie Marktwirtschaft definieren. Ich werde Ihnen mal das Grundwerk von Müller-Ahrmacht schenken. Vielleicht begreifen Sie dann endlich mal, wie die Marktwirtschaft in diesem Land strukturiert ist und aufgebaut ist. Sie ist eben nicht der pure Kapitalismus. So, muss allerdings dazu sagen, ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was die SPD bewogen hat, diese Frage so zu formulieren. Also sie ist meines Erachtens falsch gestellt. Sie impliziert nämlich, dass die Marktwirtschaft für ein soziales Dresden sorgen könnte. Der Markt ist per Definition darauf angelegt, Ungleichheit zu schaffen.
Der Markt ist das ungeeignetste Instrument, soziale Ungleichheit in unserem Land auszugleichen. Ich brauche nur den Blick auf die pervers hohe ungerechte Vermögensverteilung zu nehmen. Eine funktionierende Marktwirtschaft aber, werte Kolleginnen und Kollegen, ist die wichtigste Voraussetzung, um die zweite Säule unseres Wirtschaftssystems zu ermöglichen, nämlich das Soziale der Marktwirtschaft. Da gibt es zwei Instrumente. Einmal das Instrument ist ein ordnungspolitisches, durch Gesetze, ich sag mal so, den Kapitalismus an die Leine zu legen. Ich nenne da nur Arbeitsschutzgesetze oder die Mitbestimmung. Zum anderen generiert aber eine funktionierende Wirtschaft Einnahmen für die öffentliche Hand und setzt den Staat und auch die Stadt Dresden in die Lage, für eine soziale, gerechte Daseinsvorsorge Sorge zu tragen. Großen Anteil in unserem Haushalt haben nun mal auch die Sozialausgaben, insbesondere die Anteil an den konsumtiven Ausgaben. Alles hat in der Vergangenheit ganz ordentlich funktioniert. Milliardenschwere Investitionen im Bildungsbereich zum Beispiel, erhebliche Ausgaben, die den sozialen Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft fördern, waren in den letzten Jahren möglich, ohne dafür wie in vielen anderen Städten Kredite aufzunehmen. Zumindest im Kernhaushalt keine Kredite aufzunehmen. Die Corona-Krise hat diese Architektur definitiv ins Wanken gebracht. Viele Gewerbetreibende konnten ihrem Beruf nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt nachgehen. Manche, und dann nenne ich die Veranstaltungsbranche, bis heute nicht. Interessant ist, dass die sonst förmlich, und da gucke ich auch mal zur FDP rüber, so eine Art Staatsphobie entwickelt haben und behaupteten, der Markt regle alles, haben in der Krise laut nach Hilfen für die mit dem Virus infizierte Wirtschaft gerufen. Das ist verständlich. Ich hoffe nur, dass die gleichen Leute endlich erkennen, dass eine Voraussetzung für Hilfe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist. Der so oft geforderte schlanke Staat, der möglichst auf Abgaben und Steuern verzichten sollte, wäre ein armer, ein schwindsüchtiger Staat, der seine Bürger in der Krise verhungern lassen müsste. Es wäre auch ein Staat, der den Herausforderungen, die in einem erbarmungslos auf uns zurollenden Klimakatastrophe mit sich bringen wird, handlungsunfähig wäre und damit einem Elend, das weltweit und auch bei uns dann unvermeidlich wäre, ausgeliefert wäre. Ein solcher Staat ist unserer nicht. Der Bund hat gewaltige Anstrengungen unternommen, dass die Wirtschaftskrise nicht zu einer dauerhaften Rezession führen wird und keine schwerwiegenden sozialen Verwerfungen anstehen. Bund und Freistaat haben mit ihren gigantischen kreditfinanzierten Potpourri von Maßnahmen Sorge dafür getragen, dass auch in den Kommunen nicht die Lichter ausgehen. Sicherlich ist bei den Hilfen auch noch ein bisschen Luft nach oben, aber die Handlungsfähigkeit, das hat Herr Dr. Lames auch gerade noch mal in der Kurzpräsentation des Finanzzwischenberichtes gesagt, ist gewährleistet. Wir als Dresdner Stadtrat haben unseren Beitrag aus der Krise zu leisten. Wir haben mit dem Hilfsprogramm für Solo-Selbstständige Unterstützungsleistungen für die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche Beachtliches auf den Weg gebracht. Jetzt klopft die nächste Herausforderung zur Bewältigung der Krise an die Tür. Es ist der nächste Doppelhaushalt. Ich sage Ihnen ganz klar, nicht der Markt wird dafür sorgen, dass wir weiterhin Kitas, Schulen und Bildung investieren können. Nicht der Markt wird es tun. Es wird an uns liegen, ob der nächste Haushalt vom Rotstift-Virus befallen sein wird. Ich hoffe jedenfalls, dass wir, und deshalb hoffe ich, dass dieser Beitrag, die beiden Beiträge, die ich gehört habe, nicht das Aufkündigen von Konstruktivität ist. Wir brauchen mit Mut und Kreativität an das Werk des nächsten Haushaltes gehen, damit das, was die SPD offensichtlich mit ihrer Zielstellung, mit dem Thema dieser Aktuellen Stunde an Zielstellung hatte, erreichen können. Nämlich gemeinsam einzustehen für ein soziales Dresden. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der CDU-Fraktion, Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die aktuelle Krise, in der wir uns befinden, im Zusammenhang mit Corona, zeigt den ökonomischen Zusammenhang ganz deutlich. Wird die Wirtschaft gestoppt, wird nicht erwirtschaftet und die Bundesrepublik Deutschland
wird in diesem Jahr einen Rückgang von mehr als 6% bei der Wirtschaftsleistung zu verzeichnen haben. Das spüren wir auch. Steuereinnahmen brechen für uns als Kommune weg und ganze Branchen sind betroffen. Ich nenne hier an dieser Stelle die Gastronomie, den Tourismus, zwei Branchen, die ganz besonders unter den Folgen dieser Situation leiden. Und da sind wir, glaube ich, auch noch nicht am Ende angelangt. Wir werden uns darauf einstellen müssen, hier auch zahlreiche Insolvenzen sehen zu müssen. Andere Branchen, nehmen wir die Lebensmittelindustrie, hat kaum Auswirkungen. Das sehen wir an unseren vollen Regalen, sodass wir alle genug zu essen haben und uns ernähren können. Das ist ein großes Glück. Dieser Zusammenhang, den ich gerade benannt habe, ist im Übrigen weltweit zu sehen und er ist vom Wirtschaftssystem auch unabhängig. Und all denjenigen, die so ein bisschen noch der DDR nachweinen, sei gesagt, auch in der DDR hätte Corona beim vorhandenen Wirtschaftssystem großen Schaden zugeführt. Deutschland kann zum Glück mit dieser Krise umgehen. Es gibt zahlreiche Hilfsprogramme, es gibt Unterstützung für die Wirtschaft. Und das können wir uns leisten in unserem Land, weil wir wirtschaftlich stark sind. Leider können wir das nicht durch Rücklagen finanzieren. Das würde ich mir wünschen. Wir finanzieren es auf Pump, wir finanzieren es über Kredite. Da unsere Schuldentragfähigkeit in unserem Land aber gegeben ist, geht es uns beispielsweise besser als den Spaniern und den Italienern, die letzten Endes am Ende ihrer Schuldentragfähigkeit angekommen sind und auch mit neuen Schulden immer schlechter zurechtkommen werden. Wir von der Union sind Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Damit befinden wir uns in der Mitte, in der politischen Mitte der Bundesrepublik. Anhänger der sozialen Marktwirtschaft zu sein, heißt weder kapitalistisch zu sein, noch kalt zu sein, wie uns gelegentlich hinterhergerufen wird. Das ist falsch. Wir setzen auf ein System, was in den letzten Jahren sehr gut funktioniert hat und was den Wohlstand, in dem wir heute alle leben, in unserem Land hervorgebracht hat. Und dieser Wohlstand ist mit sozialer Gerechtigkeit unmittelbar verbunden. Die Betonung liegt hier auf Sozial und Markt und das ist die politische Mitte. Und wenn Sie sich ehrlich machen, dann werden Sie sehen, dass der Staatshaushalt zum übergroßen Anteil mit Geldern gefüllt ist, die dem Sozialen zugutekommt. Und schauen Sie sich in dem Dresdner Stadthaushalt um, werden Sie das Gleiche feststellen. Deshalb sagen wir auch, wir sollten uns insgesamt vom Markt nicht zu weit entfernen. Regulatorik ist gut, sie muss aber auch jederzeit überprüft werden und nicht alles, was in der Vergangenheit unter Regulatorik eingerichtet worden ist, muss in der Zukunft noch tauglich sein. Wir brauchen eine Marktwirtschaft, die ermöglicht und nicht verhindert. Das muss unser Plan sein. Und zum Thema Regulatorik möchte ich Ihnen noch ein Beispiel nennen. Sie erleben gerade, was gut gemeinte Regulatorik anrichtet bei Drewag und bei Enso. Dort brechen gerade Gewinne weg, wo wir uns als Anteilseigner intensiv gerade Gedanken machen, wie wir dafür sorgen, dass diese beiden Unternehmen auch in Zukunft Gewinne abwerfen, damit wir aus diesen Gewinnen heraus die DVB unterstützen können, um letzten Endes hier einen Nahverkehr anzubieten, der unseren Vorstellungen entspricht. Abschließend möchte ich noch auf eine kleine Sache eingehen, die der Antragsteller in seiner Begründung geliefert hat. Ich zitiere, dort steht, der Stadtrat entscheidet über alle Angelegenheiten der Stadt. Er entscheidet also darüber, wie kommunale Wirtschaft funktioniert. Das finde ich möglicherweise unglücklich formuliert. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so gemeint ist. Ich will nur davor warnen, dass wir der Meinung sind, hier im Dresdner Stadtrat wird beispielsweise Preispolitik gemacht. Da sollten wir uns, glaube ich, marktgerecht verhalten, denn eins ist klar, wenn wir hier im Stadtrat beispielsweise darüber entscheiden, wie die Strompreise der Drewag aussehen und wir sagen, weil es sozial ist, wollen wir sie halbieren, dann mag das in der Tat sozial sein, führt aber im Endeffekt dazu, dass das Unternehmen nicht marktgerecht am Markt agiert und in der Zukunft pleite gehen wird. Das muss man dann, wenn man das will, in Kauf nehmen. Das geht eine Weile gut, fährt aber das Ganze gegen die Wand. Deshalb
können wir ja gerne im Anschluss nochmal ins Gespräch kommen, ob dieser Satz tatsächlich so glücklich formuliert ist. Abschließend auf Ihre Frage, wie viel Marktwirtschaft ist für ein soziales Dresden nötig, wollen wir Ihnen die Antwort geben. Und die Antwort heißt, in Dresden ist viel soziale Marktwirtschaft nötig. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, Stadträtinnen, liebe Zuhörer, von Jean-Paul 1763 bis 1825 stammen die Worte: Freiheit ist ein Gut, dessen Dasein weniger Vergnügen bringt, als seine Abwesenheit Schmerzen. In diesem Kontext bewegen wir uns auch mit dem heutigen Thema, wie viel Marktwirtschaft braucht ein soziales Dresden. In dieser Fragestellung stehen zwei Begriffe, die der genaueren Erklärung bedürfen, um zu fragen, stehen sie im Gegensatz zueinander oder bedingen sie einander? Sie bietet eine hervorragende Gelegenheit zu erinnern, inwieweit wir uns vom Wohlstand für alle, Ludwig Erhard, oder auf dem Weg zur Knechtschaft Friedrich August von Hayek verirrt haben. Sehr geehrte Damen und Herren, was heißt sozial? Selbst Wikipedia kommt zur Erkenntnis, das Adjektiv sozial würde oft fälschlicherweise als Synonym für gesellschaftlich oder im erweiterten Sinne zu gemeinnützig, barmherzig verwendet werden. Das große Fremdwörterbuch aus dem volkseigenen Bibliographischen Institut Leipzig von 1977 wusste sozial dagegen als die gesellschaftliche Beziehung der Menschen untereinander zu definieren. Auf die Idee, sozial sei gleichbedeutend mit dem Tatbestand, eine Hand oder im sozialistischen Idealfall beide Hände in den Taschen des anderen zu haben, sah die Definition selbst aus DDR-Zeiten nicht vor. Fürsorge für alle, die trotz großem Bemühen nicht in der Lage sind, eine Existenz zu haben, gilt unsere Solidarität. Und je mehr die Menschen selbstständig für sich sorgen können, desto mehr Förderung kommt jenen zugute, die es nicht können. Soziale Gerechtigkeit darf ja heute nicht übersetzt werden als Ausbeutung des Mittelstands im Namen eben dieser. Zur Marktwirtschaft. Ihre Fundamente heißen privates Eigentum, Vertragsfreiheit, Eigenverantwortung, Wettbewerb, stabile Währung, Kostenwahrheit plus sozialer Ausgleich. Verknüpfen wir nun unter die Klammer der sozialen Begriffe der christlichen Sozialethik bzw. der katholischen Soziallehre wie Würde und Einmaligkeit jeder einzelnen Person, Freiheit, Gerechtigkeit, Subsidiarität und Solidarität mit den Fundamentalen der Marktwirtschaft gelangen, so kommen wir zu dem Erfolgsmodell der Bundesrepublik Deutschland. Es hieß soziale Marktwirtschaft. Sie weicht sukzessive schon längere Zeit nach meinem Empfinden der fürsorglichen Belagerung durch einen Wohlfahrtsstaat. Seit Jahrzehnten wurden und werden die marktwirtschaftlichen Fundamente unseres Landes und den Deckmantel der sozialen Gerechtigkeit zumindest leicht untergraben und damit die Freiheit. Man vertraut immer mehr auf den scheinbaren Wohltaten der Staatsgouvernante, ohne zu erkennen, dass die Transferzahlen von einem immer kleiner werdenden Teil der Gesellschaft erbracht werden müssen. Die sich abzeichnende katastrophale Krise hat dann einen wesentlichen Ursachen nicht im Marktversagen, sondern in dem Fall von Staatsversagen. Der Grund liegt hierfür darin, dass das ordnungspolitische Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, in dem der Staat rechtliche Leitplanken setzt und als Schiedsrichter im Wettbewerb agiert, geschleift wird. Der Schiedsrichter nun spielt allerorten mit und ändert die Regeln zu seinem Vorteil, ein Rückfall im merkantilistischen Zeitalter. Beispiel Energiesektor. Eine ihrer Ziele völlig verfehlte Energiewende hat aus einem vormals zwei gewinnbringenden Sektoren Energieerzeugung und Netzwerk zwei hochgradig subventionierte Subventionsfälle geschaffen, deren Betrieb uns die höchsten Strompreise der Welt nach dem Bermudas bescherten. Zu Dresden konkret. Am 30.06. beantwortete der Oberbürgermeister die Frage des Kollegen Zastrow 2016 nach den Auswirkungen der Schuldenfreiheit auf die kommunalen Haushalte wie folgt. 2005 bis 2016 waren es nicht die Entschuldung,
also wenn man jetzt keine Schulden hätte abtragen können durch den Verkauf, Zins und Tilgung von knapp 800 Millionen im Laufe von 10 Jahren. Die Stadt wäre nach dieser Auskunft aber immer noch mit weiteren 600 Millionen verschuldet. Einer der großen Maßnahmen in dieser Zeit danach waren die Schulsanierungen der Landeshauptstadt Dresden mit einem Paket von insgesamt 600 Millionen Euro. Die für diese Zeit unserer Kinder notwendige Sanierung der Schulen hätte es ohne die marktwirtschaftliche vernünftige Entscheidung nie gegeben. Stattdessen auf eine revolvierende Staatsverschuldung zu setzen, um die Sozialpolitik zu betreiben, die über den Markt hinausgeht, entspricht nicht dem sinnvollen System, sondern einem Ponzi-System. Ich möchte schließen mit Ludwig Erhard, der schrieb 1957: Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung kann auf die Dauer nur bestehen, wenn und solange im sozialen Leben die Nation ein Höchstmaß an Freiheit, an privater Initiative und Selbstvorsorge gewährleistet ist. Wenn dagegen die Bemühungen der Sozialpolitik darauf abzielen, den Menschen die volle Sicherheit gegen die Widrigkeiten des Lebens zu gewährleisten, dann kann man von solchen Menschen nicht mehr verlangen, dass sie das Maß an Kraft und Initiative entfalten, die für die Voraussetzungen einer Persönlichkeit begründeten sozialen Marktwirtschaft bieten. Wir müssen uns entscheiden, Markt oder Befehl, Freiheit oder Sozialismus. Ich entscheide mich für Freiheit. Vielen Dank. Zum Abschluss der Aktuellen Stunde führt die Fraktion Die Linke, Herr Schulbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, gelegentlich wird ja in diesem Hause etwas kleinteilig diskutiert. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass wir uns jetzt direkt nach der Sommerpause den wesentlichen gesellschaftlichen Fragen zuwenden. Denn während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, sind die der Mehrheit immer weiter entfernt vom Wohlstand dieser glücklichen Minderheit. Dieses Ungleichgewicht geht auf Ideologien zurück, die die absolute Autonomie der Märkte und die Finanzspekulation verteidigen. Es entsteht eine neue, unsichtbare, manchmal virtuelle Tyrannei, die einseitig und unerbittlich ihre Gesetze und ihre Regeln aufzwingt. Zu all dem kommt eine egoistische Steuerhinterziehung hinzu, die weltweite Dimensionen angenommen hat. Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen in diesem System, das dazu neigt, alles aufzusaugen, um den Nutzen zu steigern, ist alles Schwache wehrlos gegenüber den Interessen des vergötterten Marktes, die zur absoluten Regel werden. Meine Damen und Herren, bevor nun CDU, FDP und die Bild-Zeitung angesichts dieses Gedankengutes Schnappatmung kriegen, möchte ich darauf hinweisen, dass ich lediglich zitiert habe, und zwar nicht aus dem Parteiprogramm der Linken, sondern aus dem ersten apostolischen Schreiben von Papst Franziskus aus dem Jahre 2013. Aber wir teilen selbstverständlich seine Auffassung. Und ich finde, wenn nun der Papst und die Linke zur selben Einschätzung kommen, dann spricht das doch dafür, dass diese Auffassung auch richtig ist, meine Damen und Herren. Und deshalb in aller Klarheit, dem ökonomischen Nutzendenken und der Durchkommerzialisierung unserer Gesellschaft müssen Grenzen gesetzt werden. Das Gemeinwohl muss wieder Mittelpunkt des politischen Handels werden und nicht etwa die einseitigen Profitinteressen einiger weniger. Und dazu können wir selbstverständlich auch in Dresden beitragen. Zum Beispiel, indem wir standhaft die Ruhe des Sonntags gegen die wiederkehrenden Angriffe der Neoliberalen verteidigen. Zum Beispiel, indem zur Krisenbewältigung auch Geld ausgegeben wird, statt an der falschen Politik der Haushaltssperre festzuhalten. Zum Beispiel, indem in unseren Krankenhäusern die Gesundheit der Menschen im Mittelpunkt steht und nicht die Ideologien von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Zum Beispiel, indem man dort, wo mit Wohnungen spekuliert wird und die Mieten nach oben getrieben werden, aktiv eingreift und dafür sorgt, dass Wohnen
bezahlbar bleibt, meine Damen und Herren. Und ich will bereits an dieser Stelle ankündigen, dass sich die Linke im Rahmen der bevorstehenden Haushaltsverhandlungen vehement dafür einsetzen wird, dass im kommenden Haushalt die erforderlichen Gelder für die Fortsetzung des sozialen Wohnungsbaus bereitgestellt werden. Wir haben da wichtige Weichen gestellt. Es ist eine langfristige Aufgabe, der soziale Wohnungsbau, und er muss fortgesetzt werden und darf jetzt nicht zum Erliegen kommen. Meine Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit nutzen und muss an dieser Stelle leider die Kollegin Dr. Vogel in einem Punkt ihrer Rede korrigieren. Das Modell der Planwirtschaft, liebe Frau Dr. Vogel, das geht nicht etwa auf Karl Marx zurück, wie Sie behaupteten, sondern auf den liberalen Walter Rathenau, der nämlich im Zuge des Ersten Weltkrieges das ökonomische Modell der zentral gelenkten Planwirtschaft entwarf. Wir führen es uns alle noch mal vor Augen, ein Liberaler war es, meine Damen und Herren. Ich habe ja am Beginn, ich will an den Beginn meiner Rede anknüpfen und erneut zitieren, diesmal allerdings nicht den Papst, sondern aus einer anderen Quelle. Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Inhalt und Ziel der sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äußeren Frieden sichert. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, bevor jetzt CDU-Stadtrat Brauns zum Widerstand gegen dieses linksradikale Gedankengut aufruft, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass diese Sätze ebenfalls nicht aus einem Papier der Linken stammen, sondern aus dem Ahlener Programm der CDU von 1947. Und ich finde, wir sollten uns auf diese progressiven Gedanken besinnen, tatsächlich dem kapitalistischen Gewinn- und Machtstreben Einhalt gebieten und endlich das Gemeinwohl zum Maßstab politischen Handelns machen, auch in dieser Stadt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. So, damit wird der Tagesordnungspunkt 3, die erste Aktuelle Stunde für heute,